Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, jetzt willkommen hier. Duell und so, dachten wir uns, können wir jetzt mal nach den ganzen Deck-Profiles mal. Die Frage ist nur, wann ich das alles hochlade. Entweder lade ich erst die Deck-Profiles hoch und dann mache ich die Duells. Würfel. Und ja, wir kämpfen jetzt mit meinem weißen Drachendeck gegen. Meine weißen Drachen. Nimmst du gerade auf? Du hast mich nicht gefragt, ich kann nicht verklagen. Nein, darf nicht aufnehmen, das noch nicht so hochladen. Nein, Spaß an den Scherz. Wir beginnen, indem wir jetzt hier hochheben und gucken, wer die meisten Sterne hat. Ich hab voll die fucking Null. Ja, Null. Ich hab auch eine fucking Null. Yeah, ich freu mich. Call of Hunted und so. Oh, nochmal eine Null. Ich hab für voll die Null. Ja, bam, hier, Bitch, ich hab eine Eins. Verdammt, achso, ich muss nochmal mischen. Ich misch nochmal. Wieso musst du nochmal mischen? Ich mische gerne. Okay, Leute, keine Ahnung, Angst machen, ich sag's euch nur, ne? Du darfst entscheiden, wer anfängt. Ja, erstmal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin gerade leicht verstört, aber dass ich da die Leute nicht herumlaufen. Gut, dann. Ich hab einen Smiley. Er hat der Klatsche, ich sag's euch. Ja, dann fange ich an. Gut. Alter, voll schön an. Random Guys begin. Random Guys back. Alter, ist das ein Scheiß an. Okay. Mal kurz. Ach, da kannst du ja sehen, wenn du reinguckst. Nein, ich guck nicht rein. Das ist ja mal eine mega Fuckhand, Alter. Das geht gar nicht, Digga. Was ist da los? Ja, meine ist auch nicht viel besser. Ich zeig euch auch mal kurz, was ich hier für Müll hab. Wenn ich ja mal treffen würde. Voll drüber geguckt. Ja. Sky, guck mal weg. Ja, seht ihr, da kann man nichts mit anfangen, aber ich mache ihn trotzdem fertig. Ja, dann fange ich jetzt an und spiele erstmal 3 Karten verdeckt und du bist. Wow. Das ist irgendwie mega unpraktisch. Kunst der Beschwörung. Ja. Ich hol mir Monster. Drache auf die Hand. Sie. Und hab fertig. Ich gebe ab. So. Ist das Müll? Ich verstehe, was du meinst. Alexandrit-Drache. Ja, was damit? Der möchte dich gerne angreifen. Will ich aber nicht. Ja, tut er aber. Du hast mich gefragt und ich dachte, nö. Okay. Ich habe voll die 2000 Life Points verloren. Ich bin am überlegen, ob ich wieder hier irgendwie das einblende mit Life Points und so. Da bin ich. Jo. Mit der höchsten Defense. War jetzt schwierig. Ja. Bei 100 Defense und einem Monster auch nicht schwer. Ja, also ihr seht, auch das ist möglich. Ja. Du bist. Gut, dann, auch wenn ich dafür wahrscheinlich wieder hassen würde, ein für einen. Einer für einen. Ja, schön. Ich werfe eine aufrichtig ab. Es ist so lame. Und dann möchte gerne die Maite, die blauen Augen aufs Feld kommen. Ah, die wird eh gleich weg sein. Glaubst du? Das weiß ich. Also, ich sag euch das jetzt schon mal, das ist die Karte, die ihn tötet, auch wenn sie nur einen Angriff hat. Die da wäre im Friedhof. Ja. Die perfekte Karte ist sehr gut. Du. Den wird er nicht einsetzen können. Das ist schon mal, das ist gut. In welcher Reihenfolge mache ich das, damit ich den jetzt erstmal loswerde? Ich habe 3 Möglichkeiten, deine Figur jetzt zu zerstören. Denk an alles, was sie zieht, ruft den Weißen. Richtig, aber nur Attacken, keine Zauber- und Feinkarten. Nein. Doch, Zauber und Fallen, die sie zählen auch. Das sind Zauber und Fallen auch?
Niemals! Doch! Nichts! Ja, mach doch mal Angriffe. Wenn diese Kalation als Angriff gewählt wird, du kannst den Angriff annullieren und falls du dies tust, ändern die Kampfposition. Während des Spiels oder dem Spiel, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der die oder diese erzielt. Fucking Bitch! Ja, das ist eine Bitch. Eine okay, Bitch mit geilen Titten und Seto aus dem eigentlich. Egal, ich mach ihn jetzt trotzdem kaputt. Ja. Erstmal. Entschuldigung. Mystischer Raumtyphon. Auf. Weißt du? Was? Ja. Das war jetzt blöd. Antike Regeln. Ja. Weißer Drache. Hallo, Weißer. Dann. Attacke. Also hier ist den Angriff. Mhm. Möchte man am meisten gerne Special. Nicht der, aber Blitzschlag. Blitzeinschlag. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ah, scheiße. Hättest du auch vorher machen können, weil die Karte zählt nämlich nicht. Ach so. Na gut, aber jetzt habe ich einen weißen Drachen weniger. Ja. Frage ist für wie lang? Lang genug. Also, wie ihr seht, man kann auch fehlen. Drachenschild! Wow. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor dem Weißen. Das ist mir egal. Du bist. Dein Zug. Ich kann euch gerne nochmal zeigen, nur Bullshit hier. Du bist dran. Und es wird auch nicht besser. Ich bin? Auf deine Verdeckte. Ruf der Gejagten. Tja. Und dein Zug. Naja. Was ist das spannend? Ja, Hardcore-Duell. Alexandrit-Drache. Ich möchte den Effekt nutzen. Und zwar von ihm hier. Mhm. Ja, scheiße. Teuflische Kette, damit ihr Bescheid wisst. Dein Zug. Nee, das macht keinen Sinn. So vieles hier macht keinen Sinn. Ja. Scheiße, wird nicht zerstört, wenn ihr aus dem Spiel entfernt. Richtig. Damit ist Erde futsch. Ah, dein Drachenschild landet trotzdem auf. Mann, dein Drachenschild landet auf dem Friedhof. Ja, du bist. Dann würde ich gerne den Trümmerdrachen beschwören. Mach doch. Dann würde ich gerne sie speziell beschwören. Traust du hier nicht. Sie hat aber jetzt leider keinen Effekt mehr. Und so. Sie hat jetzt nur noch cool, weil sie da ist. Okay. Ja, auch sowas geht, Leute. Und dann müssen. Katz ins Essen, du bist. Wir haben hier aber kein Essen stehen. Rettungskaninchen? Und umso besser. Rettungskaninchen entfernt sich aus dem Spiel. Einen. Zwei Schimmerdrachen. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Oh mein Gott, es schimmert! Stopp. Ich muss mal kurz nachdenken. Nicht seine größte Stärke. Traurig aber, wa? Was? Er hat sich voll selbst gedisst. Wenn ist dein Zug? Nein. Synchro. Fünf. Katastor. Exit. Vier. Utopia. Shit. So. Dann möchte gerne der Katastor mit 2-2 direkt angreifen. Mhm. Er hat noch. Ich will gerade überlegen, durch den Alexandrit dran hat es zu Schaden genommen, ne? Hat er 2000 verloren. Dadurch jetzt nochmal 2-2. Bei 4-2. Bei 6-7 Schaden insgesamt. 6-7 Schaden, nicht gut. Du.
Herzerkarten, fick mich! Und es hat dich hart penetriert. Das Herzerkarten ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wieso? Es hat mir auch geholfen. Das war alles kein Problem. Alles cool. Kommt immer drauf an. Also mir cool. Hilft das Herzerkarten fast nie, weil meine Decks funktionieren irgendwie nie wirklich. Nicht, nicht so viel rein, aber... Alles funktioniert. Das ist egal. Danke für den, dass du es gemacht hast. Ich opfere 2000 Life Points und annulliere die Beschwörung. So, dann habe ich jetzt noch 6000 und... Ich habe verloren. Brauchst du gar nichts größer, ich werde machen. Wohlgemerkt, ich hatte die crappste Starthand, die ich mit diesem Deck hatte. Das war jetzt so meine weitere Hand hier. Ja. Ein Teil praktisch und so. Für den Arsch, Wadi! Dreck hier! Gut. Scheißin, Dreck. Da bedanke ich mich. Okay, Side Spell, go! So, Leute, hier ist jetzt... Random okay. Shit, ey. Ja, also hier... Ich nochmal mit einem Duell, der Slay, beziehungsweise Random Guy, falls ihr die Videos vorher schon gesehen habt, die anderen Duelle. Ich spiele gegen Shio, die vorhin auch beim Black Profiling mit ihren Eisbarriere und so. Vorher? Das Video sind wahrscheinlich 5-6-7000 Jahre Unterschied hochgeladen. Ich weiß. Die halt auch beim Black Profiling mitgemacht hat. Der Skyline hatte gerade keinen Bock. Der guckt jetzt, wie sich hier Profis duellieren. Profis, sehr lustig. Ich habe keine Ahnung, womit sie spielt, aber ich werde euch jetzt mal einfach eiskalt verraten, womit ich spiele. Ich sag's, ich zeig's. Du kannst auch einfach reinzeigen. Ja, genau. Ich möchte euch hier auch kurz bitten, nicht zur Kamera zu gucken. Ja, ihr seht, habe ich vorhin auch Profile gemacht und so. Was geguckt, Fräulein? Die schummelt! Ja, ich gucke auch nochmal weg. Also, ich spiele. Machen auch ein Smiley. Mach ein Smiley. Das ist so langweilig. Das ist eine Lore aus Minecraft, die ich hier gebaut habe. Achso. Eine Lore, ah ja. Wie wär's jetzt mal mit abheben, Shiro? So, und let's go. Ich habe eine 2. Genauso wie ich. Schinkenwetter und so, weil Schinken. 2. Das Dumme ist, ihr beide wisst jetzt, welches Deck ihr benutzt. Ja. Das ist scheißegal. Das war also so unnütz. Ich weiß. Also du brauchst ja vorher nicht wissen. 2-2. So, und das nächste ist? Eine 0. Buch des Lebens und so. Schöner weißer Nachtdrache mit schön 4 Sternen. Ich darf. Also ihr merkt ja schon, der Skyline will nicht mitspielen, also er kommt halt trotzdem nicht unterlassen. Nee. So, Shiro, du darfst jetzt entscheiden, wer anfängt. Ich darf entscheiden, wer anfängt. Ich würde mal sagen, da ich echt 0,00 nichts wirklich großartig habe, würde ich sagen, du fängst an. Ich bin mal heute so frei und lass ihn anfangen. Normalerweise ist es immer so, dass ich anfangen will, aber egal. So, jetzt geht's jetzt mal stark ab mit einem Spielfeldzauber. Vampirkönigreich. Ja. Weil ich es kann und so. Dann rufe ich meinen Vampirzauber im Angriff und spiele 2 verdeckte Karten. Und damit ja. Bin ich dran. Jawohl. Dann ziehe ich erstmal. Spiele erstmal einen Monster in Verteidigung. Und lege 2 Karten verdeckt. Flup. Entschuldige, wenn meine Flup auf der Kamera ist, aber war gerade mittendrin, aber egal. Und Kebab. Kebab? Gut. Standardspruch bei Duellen. Kebab. Dann rufe ich meinen Seelenabsorbierenden Knochenturm und beende meinen Zug. Also bin ich dran? Mhm. Ich spiele erstmal Medaillon der Eisbarriere.
womit ich ein Eisbärenmonster von meinem Deck. Also kann jetzt sein, dass ihr jetzt so Schleichwerbung habt. Nein, erkennt keiner, was das hier ist. Ich habe nämlich jetzt sowas, die war zwar eigentlich schon anders gedacht, aber random und so. Die braucht jetzt erstmal 5 Jahre, da müsst, wenn ihr ein Video. Ich habe ja Sprachfehler. Jetzt versucht er witzig zu sein. Achtung! Wenn ihr ein Duell mit Shiro seht, müsst ihr euch darauf einrichten, wie ihr zu gedauern habt. Darauf zu lange wie ein anderer. Ich habe den Verteidiger der Eisbär auf meine Hand genommen. Dann musst du vorzeigen. Zeige ich gleich, ich muss gerade mischen. Hier, Verteidiger. Wunderschön. Und spiel jetzt erstmal den Frostmagier der Eisbärjahre. Wunderschön. Decke mein zweites Monster auf. Ups, Entschuldigung. Den Blizzard, Verteidiger der Eisbärjahre. Dadurch habe ich 2 Eisbärjahre-Monster jetzt auf dem Deck, auf dem Feld. Und der Effekt meines Frostmagiers besagt, dass solange ich andere Eisbärjahre-Monster kontrolliere, Monster der Stufe 4 und höher nicht mehr angreifen können. Was soll gut gleich mit Exceed spielen, da sind nicht Rang und nicht Stufe, die dürfen. Das ist relativ. Und dann gebe ich ja was mal ab. Interessant. Sie greift nicht an. Was ein Fehler war. Jetzt komme ich. Mein zweiter Knochenturm. Das heißt, also kurz erklären: Meine Knochentürme sagen, wenn ich einen anderen Zombie kontrolliere, können die nicht angegriffen werden. Das heißt, ich habe 2 Knochentürme. Das heißt, die können beide nicht mehr als Angriffsziel gewählt werden und so. Und das ist so voll awesome und so. Und ja, weil der Zauber nichts kann, muss ich leider abgeben. Standardmäßig. Ich spiele den Heiligen Geist der Eisbärjahre. Ja. Kann mit ihm natürlich durch meinen eigenen Effekt nicht angreifen. Ist mir aber gerade irrelevant. Ich muss kurz was durchlesen. Und liest wieder mal irgendwie und man schnarcht und schleift und ja, mach, ne? Mal sehen, was könnte sie machen? Sie könnte an. Nee, angreifen kann sie nicht, sie könnte singen. Was soll das noch machen? Dann weißt du, was sie machen könnte. Ja, ich finde da überlegen, ob ich das auf die Beschwörung mache. Nein. Gut, das heißt voll unnötig. Ich beende und dadurch tritt jetzt dein Effekt an und ich schicke dir deinen. Das wäre doch Schwachsinn, kann ich doch nicht. So oder so, egal welches, da kann ich jetzt wieder berufen. Also schicke ihm einfach eins der Knochentürme auf seine Hand zurück und. Ja, er ist halt jetzt am Zug. Mal sehen, was er jetzt macht. Der Knochenturm beschwören und du bist. Und ich bin, danke. Ich spiele meinen Verteidiger der Eisbärjahre. Wieder ein schöner. Nervig. Ah, ich weiß, ich bin nervig. Sowieso nervig. Monster mit 1600 und höher können jetzt nicht mehr angreifen wegen seiner Verteidigung. Und ich gebe ab. Und? Nein, der Effekt gilt nur beim ersten Mal bei Beschwören. Das ist wieder so etwas, nur beim ersten Mal Beschwören des Heiligen Geistes gilt der Effekt, ansonsten geht's nicht mehr. Gut. Oh mein Gott, religiös, Heiliger Geist. Wir machen hier keine Kirche mehr, nur um das noch klarzustellen. Ja. Hier, oh, das ist jetzt gerade blöd, seht ihr nicht? So, jetzt seht ihr das besser. Schleichwerbung! Also hier, ich sag dir natürlich das Begräbnis. Guck mal, was ich hier so hab. Also du guckst jetzt gerade durch die Kamera, was du für Karten hast. Ja, tut er. Ist das lame? Nein. Ja, ist ein bisschen. Zeig dir das noch nicht, vielleicht weißt du nicht, welches Deck du benutzt. Ja. Ja, hier habe ich ja vorhin krass auch schon gezeigt, der Schinkenritter. Vorhin, das sind 16 Tage Unterschied zwischen. Nein, ich weite beim Abheben. Achso. Ja, Schinkenritter kann halt. Wenn ich jetzt angegriffen werde, kann ich ihn verbannen und dann wird der Angriff annulliert. Das kann ich aber auch nur einmal pro Duell verwenden. Aber Schinkenretter ist ja trotzdem awesome. Ist awesome. Und dann bist. Sei das nicht einmal Lebenspunkte irgendwie. Nein, noch nicht, aber ich greife mit meinem. Sehe auch so wie ein Knochenturm.
deinen Verteidiger an. Der hat nämlich nur 2 Angriff und der hat 4 Angriff und deswegen top, ne? Welcher? Der Tor. Das ist ein totaler Schwachsinn, aber ich habe keinen Bock, meinen Verteidiger zu verlieren. Ja, kann ich mir mit Zeit noch ein Tor an. Heißt du, das heißt, du hast noch, hättest noch 8200 und kein Verteidiger mehr. Ich dachte, ich könnte nicht mal ein Monster mit 1000 Das hat 400. Ah. Und der hat nur 200. Was habe ich? Habe ich vergessen. Meine Zombies kriegen ja sogar noch 500 dazu während der Damage Step. Das heißt, da hast du 900 dazu gekriegt und jetzt kriegst du. Ja, du bist trotzdem bei 8. So. Brainfuck und so. Ja. Ich hab noch. Ja, mach. Also bin ich dran, danke. Muss kurz was gucken. Also, du könntest zum Beispiel den antiken Rosendrachen wählen. Heißt der antiker? Nee, der ist nur Rosendrachen. Der heißt schwarzer Rosendrachen. Schwarzer Rosendrachen könntest du mir mein gesamtes Feld wegbashen. Ja, mein gesamtes Feld wäre da weggebasht. Ja, stimmt schon. Aber nee, mach ich noch nicht. Dass du außerdem noch nicht auf die Idee gekommen bist, ihn anzugreifen, finde ich sehr interessant. Würdest du ja bloß machen. Lass eine Karte ziehen. Das gehört alles zu meinem Plan, Leute. Ich bin gerade echt am Überlegen, was ich jetzt tue. Gib auf! Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, doch, ist auch das Gesündeste, was du machen kannst. Ich zeige euch mal gerade, was ich so auf der Hand habe. Und seht ihr ja, gegen so ein Deck kann man damit nicht viel machen. Deswegen kann ich die Karten auch gerade nicht so rufen, wie ich mir das vorstelle. Das war ich. Das musst du jetzt nicht sagen. Das war der Skyline. Der benimmt sich hier schon wieder wie die Axt im Walde. Hexenmeister der Eisbarriere. Das schnallt doch gar nicht. Zauberkarten müssen jetzt gesetzt werden, bevor man sie aktivieren kann. Und ich werde jetzt mit meinem Level 2, Sterne 2, Viech, Stufe 2, Viech, Frostmagier, werde ich jetzt. Ach, scheiße, stimmt, geht ja gar nicht. Entschuldigung, man kann ja die Knochen dürfen gerade nicht angreifen, habe ich wieder voll vergessen. Sorry, mein Kind. Ich kann sie schon angreifen, aber es wird nichts bringen. Richtig. Das ist das Problem. Nee, dann werde ich jetzt mal wieder mehr oder weniger ich switch mit meinem Blizzard noch in Verteidigung wird beenden. Jetzt ist das Problem, ich habe vergessen, 2 Karten ins extra Deck zu machen. Top. Und wäre das gleich hier nicht. Vorbei. Du bist. Ich habe hier gerade echt ein Problem. Sie kriegt nicht raus. Ich ziehe nichts, was ich rausgehen kann. Das könnte sich noch ein bisschen ziehen. So viel Batterie habe ich nicht mehr. Ja. Du könntest auch auf 9 kommen. Du kannst auf. Nee, auf 8 kannst du nicht. Und auf. Du kannst auf 7, auf 9 und auf 6. Und auf 10. Ich habe jetzt gerade den Vorteil, ich weiß, dass du Synchros sie besitzt. Bei 7 könntest du rufen und nehmen. Ich sollte mal Speed-Duelle machen, ey, die sind voll interessant. Synchro-Beschwörung heißt ja Spezial, ne? Synchro ist Spezialbeschwörung. Ich werde jetzt die beiden synchronisieren. Das sind 6. Ja. So viel wie Prey und Nakat. Ist weiß, verbotene Karte, aber. Ja, das hätten wir bitte vorher klären sollen. Aber. Ich zahle 2000 und dann Pionak geht drauf. Fisch dich ins Knie. Ich finde das sehr nett.
Das macht er übrigens fast jedes Mal. Naja. Da das ja eine Spezialbeschwörung war, opfere ich die beiden. Kannst du gerne tun. Für meinen General Kronat, der heißt Barriere. Ja. Und jetzt gleich zusätzlich zu meiner Normalbeschwörung oder meinem Setzen, ein Eisbärenmonster als Normalbeschwörung beschwören. Das kann ich einmal pro Spielzug. Und ich, ja, wähle meinen Stoßtruppen der Eisbärenmonster. Schwör. Hat 1500 Artikel. Ja. Und dann werde ich das Spiel noch reparieren. Womit ich zwei Monster mit einer ATK von 1500 oder weniger auf meine Hand zurückholen kann. Das wäre einmal Verteidiger der Eisbarriere und der Hexenmeister. Und ja, damit gebe ich erstmal Kebab. Ja, Kebab. Kebab ist schön. So. Ich aktiviere hier meine verlockende Finsternis, das heißt, ich darf zwei Karten ziehen und muss dafür ein Finsternismonster verbannen. Dann nehmen wir doch mal den Vampir Genesis, der hat eh nur Muskeln und kein Hirn. Du hast gar nichts von beiden, ja, sei mal ruhig. Ja, das läuft hier immer so, wir haben uns nicht alle ganz doll lieb. Und dann gebe ich ab. Boah, Leute, ist das langweilig. Ja, war's ab, gleich wird's witzig. Ich hab wenigstens aufs Maul bekommen, weißt du? Das war ja wenigstens interessant. Das Deck hier spielt ja auch nicht aufs Maul hauen. Vor allem ziehe ich keine Karten, die ich aufs Maul hauen kann. Ich spiele wieder meinen Verteidiger der Eisbarriere. Ja. Und dann meinen Hexenmeister noch dazu, dank seinem Effekt. Ja. Also Zauberkarten müssen wieder gesetzt werden und 1600 und höher dürfen nicht mal angreifen. Ja. Ist wunderschön, wenn man, also vom Gegner nur, also meine dürfen alle angreifen, wenn sie wollen. Was dir nicht viel bringt. Das bringt schon was. Nee. Doch, weil ich einen 2800er hier liegen habe. Ja und? Und ein Vampirkönigreich mir ziemlich auf die Nerven geht. Spiele ich noch Mausoleum des Kaisers, auch wenn mir das gerade überhaupt nichts bringt, weil ich keine Lebenspunkte opfern will. Aber Hauptsache seine Zauberkarte ist. Und ich greife mit 2,8 deinen komischen Vampirzauberer an, weil der mir einfach gerade tierisch auf die Nerven geht. Danke. Sakuratsu-Rüstung und dein komischer General ist tot. Danke, Arschloch. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Seht ihr, so lieb haben die mich. Ja, wir beleidigen uns hier, das ist standardmäßig. Nein, Spaß. Ich? Jo, du bist dran. Gut. Wir labern hier ohne Punkte. Ich aktiviere mal den Effekt von deinem Mausoleum. Und rufe meinen Ryokoki. Das heißt. Ja, ist geil, dann hält sich wieder witzig. Das heißt, ich habe jetzt noch 5000. Dann gehe ich mit meinen Knochentürmen in den Angriff. Dann greife ich mit meinem Knochenturm deinen Verteidiger an. Das heißt, du wärst wieder auf 8000. Das heißt, du kannst es eben machen. Gut. Warum liegst du nicht in verdeckter Verteidigungsposition? Wegen Effekt. Ja. Ja, und dann wird er aufgedeckt und dann hat er den Effekt trotzdem. Nein. Zombie-Meister greift die Stoßtruppen an. Autsch. Sind 300, sind 77. Zauberer greift den Hexenmeister an. Autsch. Sind noch 6,6, die du hast. Und Ryokoki greift dich direkt an. Autsch. Dann hast du noch 4,2. Und ich spiele eine Karte verdeckt und du bist. Danke. Ich war wieder doof, ich habe wieder was vergessen zu aktivieren. Super, der kommt mir jetzt gerade sowas von nichts gelegen. Ja. Wie viel habe ich noch? 4,2. Einfach weil ich es kann, bin ich jetzt auf. Du kannst was? 2,2. Hört. Für meinen weißen Nachtdrachen. Mit 3000 ATK. Was kann der nochmal? Ich kann die Aktivierung von Zauber- und Fallenkarten, die diese Karte als Ziel wählen, annullieren und dadurch und sie zerstören. Ja. Und wenn ein offenes Monster von mir angegriffen werden würde, kann ich meine Zauber- oder Fallenkarte, die ich kontrolliere, auf den Friedhof legen und das gewählte Ziel auf ihn ändern. Okay.
Ja. Gut. Wunderschön. Nur ich vertraue deinen verdeckten Karten da gerade nicht mehr. Du weißt schon, dass diese Karte... Du hast gerade den Effekt selbst vorgelesen von dem Weißen. Ja, die sind zielen, aber ich kann ihn in der Spiegelkraft liegen haben. Das ist ja das Hauptproblem. Ich bin gerade echt am Überlegen. Je länger du wartest, desto schneller kann er dich fertig machen. Ich bin noch Ruf der Gejagten. Ja. Hol meinen General zurück. Ja. Vielleicht sollte ich das umdrehen, aber egal. Ich versuche erstmal meinen General 2800, dann Rio Cocktails. Wenn ich nicht, ja, kannst du gerne machen, und dann geht dein General sofort wieder tot. Tschüss, tschüss. Sofort wieder? Ja. Wenn Rio Cocktail gegen ein Monster vom Typ Krieger oder Hexer kämpft, zerstöre das gewählte Monster am Ende der Damage Step. Das heißt, ich kriege zwar 400 Schaden, aber. Das ist zerstört. Ja. Auch nicht schlimm. Ich weiß jetzt zumindest, dass ich nur mein 3000er Viech hier liegen habe und er nicht so schnell nochmal rauskriegt, was dagegen helfen könnte, und Kebab. Kebab? Kebab. Kebab ist lecker. So, ich aktiviere Buch des Lebens. Wunderschönes Buch. Ja, ich speziell schon meinen Schinkenretter. Schinken, hey! Und entferne dein General. Als nächstes opfere ich meinen Schinkenretter. Patrizia. Und spiele die beiden. So, wechsle mit denen in Verteidigung. Sprachfehler und so. Wortfindungsschwierigkeiten. Genau. Oder auch genug. Und dann bist du dran. Tanzen. Warum ich jetzt Lebenspunkte geopfert habe? Egal, ich habe das Buch eh dreimal. Keine Lebenspunkte geopfert habe. Aber ich kann schon was verraten. Diese Karte hier wird mir gleich helfen zu gewinnen. Verdeckt. Einfach weil ich es kann. Greifst du an? Greif ich. Das Ding dann verteidigt, so, und das dann aktiviert sich ein Effekt von dem Patrizia. Dunkelheit, aber ich hätte sowieso die Karte gewählt. So, jetzt kommt der Effekt von meinem Dings. Genau, ich habe den Namen, Leute, helft mir. Genau, von meinem Vampirzauberer. Ich kann ein Vampirmonster oder eine Vampirzauberkarte vom Deck auf den Friedhof holen. Dann nehme ich meinen Grafen. Auf den Friedhof oder auf die Hand? Auf die Hand. Was, willst du dich ja schon in deinen Sätzen? Ja, ich bin nervös, lass mich. Nervös, weil wir gefilmt werden? Ja, das jetzt mal auch so. Ich? So, ich entferne meinen Zauberer, um seinen Effekt zu aktivieren. Ich beschwöre ihn. Wer ist ihn? Vampirgraf, Entschuldigung. Das war eine Normalbeschwörung. Mein Feld ist leider voll. So, da mache ich ein 5er Exit. Und rufe Atreus, Hüter der Götterdämmerung. Autsch. Aktiviere seinen Effekt. Und zerstöre deinen Nachtdrachen. Autsch. So, dann wechsle ich mit allen. Du brauchst nur noch mit dem einen angreifen und ich bin sozusagen down. Ja, dann möchte ich gerne mit meinem Knochenturm angreifen. Mit dem anderen Knochen. Es wird reiz, Junge. Ja, und Atreus. Danke. Bitte. So. Ich hatte nichts mehr auf der Hand, hatte hinten nur die zwei Feinkandigen. Ah. Die mir gerade gar nichts gebracht haben. Ja, yeah, random guy wins. Und ja. Das ist übrigens standardmäßig so, dass ich immer irgendwie verliere. Stimmt doch gar nicht. Doch. Liegt nicht. Zumindest momentan irgendwie, weil du die perfekten Decks gegen meine hast. Nein, ich... Okay, ja, das war das zweite Duell. Jetzt müssen wir noch ein Duell machen, aber die Kamera ist nicht mehr genug. Guckt hier, da, genau da ist die Kamera-Ding. Und, Das sagt, passt leer. Die ist leer.
Ciao. Was geht?